Dibusch und ich spielte in den 90ern bei einer Punkband namens Bud Alive. Ich bin Matze und ich habe in meiner Band Tagtraum viele oder mehrere Konzerte im Jugendcafé in Zwiesel gespielt. Yes, hello, yes, it is me, it's John Snodgrass, international rock'n'roller, singing star from Drag the River, Armchair Martian, Scorpios. Hey, this is Nathan Gray from Boy Sets Fire and I Am Heresy. Hallo, ich bin Wouts von Red Tape Parade. Mein Name ist Tobias Helminger, ich war Bassist der Band Robocop Klaus. Hi, hier spricht Robert von den Bands Lifeline und The New Recruits. Ehemals Bassist von Boy Sets Fire. I'm talking to you because I heard really, really bad news. Ich habe erfahren, dass das Jugendcafé Zwiesel von seinem ursprünglichen Standort vertrieben werden soll, was ich für eine fatale Sache halte. Eine gewachsene Kultur, deren nun drohender Wegfall durch nichts und niemanden kompensiert werden könnte. Auch durch kein neues, sauberes Jugendzentrum am Stadtrand. Niemals vorher war der Begriff der Oase treffender als in Zwiesel. Ich weiß noch, dass es zum Jugendcafé auf den Berg hochging. Und als man dann ankam, vorher kam man an unfassbaren Landschaften vorbei, die vor Konservatismus so strotzten. Da war man froh, dass man da war. We always had a lot of fun there, playing shows there. And it always seemed like the kids that came out really appreciated and enjoyed it. In der Zeit vor der Jahrtausendwende war es zumindest in der gesamten Region das einzig subkulturelle Venue, in dem Acts wie wir damals spielen konnten. Und ich denke ehrlich gesagt, dass sich das nicht geändert hat. Einige von euch denken vielleicht, was die da machen, die Bangert, dann saufen's und nehmen Drogen und was weiß ich alles. Aber nein. Ich sage euch, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Jugendlichen haben sich diesen Standort über Jahre hinweg erarbeitet und selbst hochgebaut. Den kann man jetzt nicht einfach durch ein neues, steriles Gebäude ersetzen. This can't happen. It's a very important spot. Very important for the youth culture. In meinen Augen wäre die Schließung des Jugendcafés in Zwiesel auf jeden Fall eine grobe Verletzung der Rechte der Jugendlichen dort im Innen und im Zwiesel auf freie Selbstbestimmung und auch gesellschaftliche Mitwirkung. So if you get the chance, please get in touch with your city council and see about keeping the Jugendcafé alive. Thank you.